Ja, herzlich willkommen zurück zur Fortsetzung von dem zweiten Teil Elchjagd und Weißwedelhirschjagd. Ja, nach der großen Strapaze und nach dem Angriff des Elchbullen versuche ich natürlich weiterhin nochmal einen Elch zu kriegen. Und ja, mal schauen, was uns im zweiten Teil erwartet. Wenn sich was tut, dann hole ich euch dazu und bis dorthin einfach White Man's Hide. Ja, und da bin ich wieder. Ja, es hat sich wieder was getan, aber ihr würdet es nicht glauben. Es ist schon wieder weiblich. Ja, Weißwedelhirsch, weiblich. Macht mir natürlich sehr viel Freude, denn die geben sehr viel Score. Und ja, verdammt nochmal, ich habe in letzter Zeit so viel Glück mit den weiblichen. Aber kein Glück mit dem männlichen. Aber mal schauen, was passiert. Vor allem kommt es aus der Richtung vom Hochsitz, dort wo ich jetzt auf dem Weg dorthin bin. Und einfach mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück, dass ein männlicher auch irgendwo in der Nähe ist. Schauen wir einfach mal. Jo, bis. Ja, wir sehen uns dann, wenn sich was tut. Bis dann. Ja, da bin ich wieder, meine Freunde. Und hier Weißwedelhirsch, meine 65 bis 95 Kilogramm. Gewicht ist wahrscheinlich nicht allzu hoch, aber das Geweih ist riesig, so wie es aussieht. Mal schauen. Aber der muss jetzt erstmal weiter herkommen. Dass wir dann da eine gute Position bekommen. Ja, das Geweih kann sich sehen lassen. Größer auf alle Fälle wie das vorhin. Beim anderen. Bei uns im ersten. Ich werde den wahrscheinlich auch mit der 10 Point schießen, mit der Armbrust. Denn ich denke mal, die hat mehr Durchschlagskraft. Aber ich weiß noch nicht genau. Das entscheide ich dann, wenn er da steht. Oh ja, der hat ein schönes Geweih. Bogen oder 10 Point? Was soll ich tun? Ja, machen wir 10 Point. Ich glaube, da habe ich dann mehr Chancen, den zu kriegen. Den habe ich, glaube ich, nicht erwischt. Der rennt mir zu wild. Das schauen wir jetzt mal. Die Spur war ungefähr hier. Mal gucken. Gehen wir jetzt mal schnell kurz gucken. Da ist noch irgendwas. Ah. Gut, liegt. Haben wir was Kleineres auch gleich noch. Und dann schauen wir noch schnell zu dem Hirschen. Oh, linke Lunge Herz. Jawohl, 40,4 Kilo. Gut, ist nur weiblich. Gut, dann schauen wir jetzt mal schnell, was mit dem Hirschen war. Ob wir da was hatten. Ob das ein Treffer war oder ob der daneben gegangen ist. Mal schauen, da muss ja hier irgendwo die Spur jetzt sein. Ich sehe keine. Ich denke mal, ich habe voll daneben geschossen. Ich denke, das war nichts. Satz mit X war wohl nichts. Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen.
Und nicht gleich wieder drauf los. Obwohl die ist markiert. Ja, ist gut. Weißwedelhirsch flüchtend. Die Spannung baut sich auf, ob ich da etwas getroffen habe. Die Frage ist nur, wo geht die Spur weiter? Da geht's hier weiter. Aber ich denke mal, das war kein Treffer. Nein, ich sehe kein Blut hier, nur flüchtend. Schade eigentlich, aber naja, kommt vor. Gut, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen weiter marschieren und einfach mal schauen, was mir die Natur so bietet. Und wenn ich etwas habe, sehe, fühle oder höre, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So Leute, heute brauche ich den nicht, denn ich bin heute nicht in der Missionsaufgabe unterwegs. Und da ist er, ein Schwarzbär, verdammt nochmal. Gibt's ja wohl nicht. Mann, da geht der was, Mann. Mir tut's leid. Heute krieg ich wahrscheinlich einen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Da müssen wir natürlich schauen, ob wir rankommen an den. Ich werde natürlich alles suchen. Weil ein Bär am Wochenende wäre das noch eine schöne Sache. Das heißt, wir müssen jetzt nur auf alle Fälle vorsichtig sein. Und ich habe jetzt nur die 10 Point und den Bogen dabei. Auf alle Fälle wird die 10 Point davon benutzt. Das ist logisch. So, da oben ist er. So, aber dann mal schauen, nicht, dass da noch mehrere sind. Ich möchte heute nicht nochmal umgerannt werden. So, wir werden jetzt schon mal. Ja, das ist mir jetzt egal, was da noch so brüllt. Ich will den Bären haben. Ja, dann kann man nicht schön ins Wochenende gehen. Dann haben wir einen Weißwedelhirsch, einen Elch, der was uns fast umgerannt hatte. Und natürlich einen Bären. Ich will den haben, ich will ihn nur nicht erschrecken. Ich muss jetzt noch mal schauen. Nein, der hat mich bemerkt. Ach komm, das geht doch nicht. Ich war doch noch recht weit weg. Na ja, schauen wir mal, vielleicht finden wir eine Spur. Der hat mich bemerkt, der Bär. Verdammt nochmal, der hat mich bemerkt. So ein Shit. Ach man, oh. Da haben wir auf alle Fälle die Spur, glaube ich, ja. Flüchtend. Der muss dann da irgendwo hingerannt sein. Vielleicht erwischen wir noch, wir gehen auf alle Fälle Richtung unseres der Lodge und von dort aus kann ich mich dann noch mal ausrüsten mit dem Gewehr. Mit die da vorne ist er.
Mal schauen. Oh ja, da ist er. Schwarzbär männlich. Das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir wieder Spuren von ihm. Das ist der andere, glaube ich, aber da vorne. Ich hoffe. Ich glaube, ich lege mich mal hin. Kann man mit der 10 Point auch liegen schießen? Der steht auf alle Fälle ganz ruhig da. Steht aber immer noch flüchtend. Ich muss mal schnell schauen, ob man mit der Liegen schießen kann. Sieht so aus. Ja, kann man. Cool. Gut. Hau das Schwitter ab. Oh Mann, was hätte ich jetzt geben für meine Anschütz? Aber das ist egal, wir sind ja gleich da am Ziel, da werde ich mich mit der Anschütz ausrüsten und der Spur weiter folgen. In diesem Wochenendwehr möchte ich noch haben. Schauen wir natürlich, dass wir eine Spur finden. Das wird jetzt auf alle Fälle sehr spannend werden. Genau, da können wir eins mehr ausprobieren mit der Raubwildpfeife. Den Tipp hat mir einer gegeben, er weiß zwar nicht, ob es klappt, aber ich könnte es probieren. Da stimmt, das könnte man einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Da wissen wir es nämlich auch. Wieder zieht. Okay, wir müssen sehr nah dran sein. Ich muss so nah rankommen, dass ich wenigstens mein Inventar kann und mir meine Waffen wechseln kann. Gut, dann schmeiß mal raus den Bogen, das hier, das und das, dann nehmen wir mit die Anschütz, dann für die Anschütz das Zielfernrohr, ich muss das gucken, wie ich das hab, 3 ist es, nein, das ist es nicht, hallo? Wo habe ich das? Revolver, Repetierflinte, nein, Repetierbüchse, nein. Ah, da ist es. Gut. Und dann brauchen wir natürlich noch die Munition. Das ist die hier. Nochmal 2 Päckchen mit. Müsste reichen. Und dann wollten wir die Raubtierpfeife mal versuchen. Wildschwein, wo habe ich denn die jetzt? Raubtier, Rutan, große Welt, Raubtier, Rie, Raubtier. Genau, die probieren wir mal aus. Ob es denn haut. So. Gut, dann schauen wir mal weiter.
dass wir den bekommen. Die habe ich jetzt auf der 4. Dann soll ich mal die Waffe laden. So, dann schauen wir mal weiter. Da ist die Bärenspur die nächste. Das ist aber der Flüchtend. Und der ist da ganz dicht dran vorbeigegangen. Schaut mal. Den kriegen wir auf alle Fälle. So, ich schmeiße euch jetzt mal raus und sobald ich ihn wieder vor, also Gesicht bekomme, hole ich euch dann wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich müsste jetzt sehr nah sein, weil wenn man den Kreis anschaut auf der, auf dem Hunter Mate, dann der ist schon relativ eng. Also der muss irgendwo im Umkreis sein, der Bär. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt mit dem Raubwildwoofer da funktioniert. Wir checken es einfach mal. So, von da oben komme ich. Ich sehe ihn jetzt nirgends. Nicht, dass der jetzt dann irgendwo steht und an uns angreift. So, die Frage, wo ist die nächste Spur? Komisch. Wie vom Erdboden verschluckt. Gibt's doch nicht. Denk mal, der wird da lang sein, am Ufer entlang. Wenn wir jetzt mal schauen gehen. Ah, da ist eine Spur. Ja. Kann man schauen, wie weit das hier noch weg ist. Ah, wieder flüchtend. Okay. Wieder mal flüchtend. Gut, ich suche jetzt weiter und wenn ich ihn wieder zu Gesicht bekomme oder was anderes, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und da unten ist der Bär. Der trottet da vor sich hin.
Ich denke mal, die Entfernung ist ausreichend, um den zu holen. Das steht nur hinter dem Scheißbaum. So, dann drückt mir mal die Daumen, dass sie den Bären bekommen. So, geschossen haben wir. Jetzt schauen wir mal hin, ob wir den Bären aufgabeln können, ob wir getroffen haben. Bin ich gespannt. Das müsste jetzt die Spur sein. Ja, das zeigt es mir leider noch nicht an. Weil da ist mein Skill noch nicht hoch genug. Aber ich denke mal, wir müssten da schon gut getroffen haben, weil der lässt ganz schön Blut fallen. Oder wie sagt man, Schweiß? Okay, da waren wir kurz gelegen. Ruhend. Flüchten, der wird mich jetzt auch hören, weil ich hier jetzt relativ schnell unterwegs bin. Aber das kann er ruhig. Da liegt er, da liegt er, da liegt er, wir haben ihn. Der ist aber noch nicht ganz tot, oder? Doch. Ja, schön, der Schwarzbär. Wo haben wir getroffen? Körperschädel. 224,8 Kilo. Score 21,260. Der ist klein, nehme ich mal an. Aber Schwarzbär, schade, dass ich nicht bei der Aufgabe bin, weil sonst hätte ich die Aufgabe mit dem Schwarzbären erledigt. Ja, Herr Wassmann. Leider, leider. Gut, aber das war's jetzt für heute. Ich brich jetzt hier ab. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich freue mich natürlich wieder auf Likes. Ich freue mich auf Abos, Kommentare und. Oder was haben wir da drüben stehen? Nee. Sollte ich schon sagen, das ist nochmal ein Bär. Okay, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, schönes Wochenende.